Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Hört den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er ist gleichzeitig auch die Epistellesung und ist uns gegeben aus dem Epheserbrief im 5. Kapitel. Der Apostel schreibt: Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat am Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, von Kindheit an kenne ich als Osterschmuck eine Hasenschule. Eine schöne, bunte Hasenschule. Und das sind so Bänke, auf denen jeweils zwei Häschen miteinander sitzen. Ein Platz ist leer, denn das eine Häschen steht gerade vorn an der Tafel. So eine alte Tafel mit Aufsteller und eine Tafel dran. Da ist so eine Rübe drauf gezeichnet. Und noch ein Lehrer steht mit einem Stock dabei. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und diese Hasenschule gefällt mir schon immer sehr, sehr gut. Als ich dann nach der Wende so eine Hasenschule im Laden sah, da war mir klar, so eine brauche ich jetzt auch. Aber ach, beim genauen Hinsehen bemerkte ich dann, die Qualität ließ zu wünschen übrig. Schlecht gearbeitet, schlecht bemalt. Es war eine nachgemachte aus China. Das Original bei meinen Eltern, das stammt aus dem Erzgebirge, das ist Qualität. Meine aber ist nur ein Imitat aus Fernost. Schade. Schade, denn ein solches Imitat aus China, das schadet den Kunsthandwerkern im Erzgebirge. Es ist unecht, es ist nachgemacht. Und da habe ich dann im Wohnzimmer an so einem Nachgemachten auch keine so richtige Freude daran, ich als Erzgebirgsfreund. Anders ist das mit dem Nachmachen, wenn der Urheber das Nachmachen ausdrücklich wünscht. Die Kunsthandwerktradition im Erzgebirge, die geht ja nun schon über Generationen hinweg, lange, lange Zeit. Und der Meister wird da immer froh sein, wenn er jemanden hat, der mit ihm sozusagen dort mitmacht, der in seinem Sinne mitmacht, der in seinem Sinne dann vielleicht einmal alles weiterführt, der ihn so nachahmt, dass Aussehen und Qualität stimmen.
der ihn so nachahmt, dass beide miteinander arbeiten können und dass beide miteinander auch im Einklang sind. Und zu einem solchen Nachahmen fordert uns unser Text auf. Da schreibt der Apostel: Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Der Punkt, an dem wir Gott nachahmen sollen, das ist die Liebe. Die Liebe will Gott von uns haben. So wie in einem Handwerksbetrieb das Stück des Gesellen so aussehen soll wie das des Meisters, so ist es auch mit der Liebe Gottes. Auch unsere Liebe soll aussehen wie die Liebe Gottes. Das ist der Maßstab. Versucht es so mit der Liebe zu halten, wie Gott es tut. So wie es in unserem Text heißt, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Wir haben das Original des Meisters vor Augen. Dafür begehen wir 7 Wochen Passionszeit, all das Leiden und Geschmähtwerden, all die Schmerzen äußerer und innerer Art, die Jesus getragen hat, am Ende das qualvolle Sterben am Kreuz. All das tut Jesus nicht aus lauter Freude. Er wäre gern einen anderen Weg gegangen. Im Garten Gethsemane, da hat er seinen Vater darum gebeten, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus wäre gern einen anderen Weg gegangen, aber er nimmt alles auf sich. Warum? Aus lauter Liebe. Aus lauter Liebe zu uns. Das Original der Liebe. Das Original der Liebe ist nicht ein Blütenteppich. Das ist kein Wolkenkuckucksheim, das ist kein Schweben auf Wolke 7. Das Original der Liebe, das ist kein Lieben, weil es eben so schön ist, weil es so anheimelnd ist, weil es mir so gut gefällt. Nein, das Original der Liebe heißt: Aus Liebe kann ich auch etwas auf mich nehmen. Liebe kann auch Entbehrung und Opfer bedeuten. Liebe ist eine Liebe, die von sich selbst auch absieht, die gerade auch von sich selbst absieht. Und das ist das Original, das Absehen von der eigenen Person, das liebende Hinwenden auf den anderen hin. Das ist das Original. Und wie ist unser Nachahmen? Wie gleicht nun unsere Liebe dem Original? Ich weiß, wie schwer wir uns oft damit tun. Und es ist auch schwer, ja, es ist schwer, die Liebe so zu leben, ohne sich dabei selbst zu betrachten. Ja, es ist schwer. Es ist schwer, sich selbst und die eigenen Interessen und Vorlieben dabei hinten anzustellen, nicht darauf zu sehen. Es ist nicht nur schwer, sondern es ist im Grunde genommen unmöglich. Unmöglich für uns, dass wir mit unserem Lieben wirklich die Liebe Gottes erreichen. Aber, und so sagt es unser Text ja, aber wir sollten auch immer wieder danach streben. Die Aufforderung steht, die unser Text uns sagt: Ahmt Gott nach als geliebte Kinder. Die Aufforderung zur Liebe steht. Also versucht, der Liebe Gottes möglichst nahe zu kommen. Und meint nicht, es ginge doch schon irgendwie. Meint nicht, so wie ihr seid, so ist es doch eigentlich schon irgendwie gut. Das ist für uns oft eine bequeme Sache. Und da sind wir schnell dabei, so auch zu denken. Nein, meine nicht,
Du müsstest dich nicht zusammenreißen. Meine nicht, deine Liebe wäre doch eigentlich schon reichlich genug. Meine nicht, indem du auf den anderen siehst, na, die anderen, die sind doch noch viel, viel schlechter, da bin ich doch eigentlich ganz gut dabei. Nein, tappe nicht hinein in diese lauernde Falle der Sünde. Und diese lauernde Falle der Sünde, die Falle der Lieblosigkeit, diese Falle der Lieblosigkeit ist eben nicht zuerst der Zorn oder der Wut, die Wut oder der Streit gegen den anderen. Das, wovor wir uns in Acht nehmen sollen, das ist nicht die Feindschaft, nicht der Hass und das sichtbar Böse. Nein, es ist die Lauheit, die Mittelmäßigkeit, die eigene Bequemheit. Die Bequemlichkeit, unser Text nennt eine ganze Reihe von solchen Halbschlechtigkeiten, solche Halbschlechtigkeiten. Dabei stehen wir immer wieder in der Gefahr. In der Gefahr stehen wir, diese Halbschlechtigkeiten tolerierend anzunehmen und uns damit irgendwie zu arrangieren. Wir stehen in der Gefahr, uns mit einer mittelmäßigen Liebe zufrieden zu geben. Mit unserer eigenen Mittelmäßigkeit der Liebe. Aber solch mittelmäßige Liebe, wo wir der Meinung sind, dass sie ausreichen würde, solch mittelmäßige Liebe, das ist keine echte Liebe. Das ist nur das Imitat. Solch mittelmäßige Liebe ist nur ein billiges Nachmachen. So wie die China-Osterhasen. Die mittelmäßige Liebe, sie mag vielleicht beim flüchtigen Hinsehen aussehen wie Liebe. Und die mittelmäßige Liebe will auch aussehen wie Liebe. Sie will auch als Liebe angesehen und verkauft werden. Aber die mittelmäßige Liebe ist im Grunde genommen ein Betrug des Originals. Deshalb passt auf. Passt auf, dass ihr nicht der lauen Liebe verfallt, einer Liebe, die bei sich eben den Makel gern in Kauf nimmt. Warum? Ja, warum? Ja, warum muss ich denn vom Idealzustand her denken? Warum muss ich denn immer von dem ganz hohen Ideal her denken und mein Leben nach dem Ideal ausstrecken? Warum muss ich denn immer von dem ganz Großen her mein Leben betrachten? Reicht es denn nicht auch aus, wenn ich so ein bisschen und im alltäglichen Leben so mich ein bisschen mit diesem und jenem arrangiere, was ich so ganz, ganz gut kann auch? Ist eine laue Liebe nicht besser als gar keine Liebe? Ist so ein bisschen Gutsein mit Fehlern denn nicht besser als gar kein Gutsein? Nun, die China-Osterhasen, sind sie besser als gar keine Osterhasen? Ist schlechter Osterschmuck besser als gar kein Osterschmuck? Wir merken, das ist nicht die Alternative. So kann man es wohl nicht sehen und bewerten. Ihr wart früher Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Und von dort her muss euer Leben gesehen werden, vom Licht. Jetzt, wo ihr zu Jesus gehört, jetzt, wo ihr Christen seid, wo ihr jetzt zum Glauben gehört, für euch kann doch nur der Glaube das Kriterium sein. Nur das Licht, nur die vollkommene Liebe kann das Kriterium sein. Ihr, die ihr durch Jesu Liebe am Kreuz errettet seid, ihr könnt nur von dieser Liebe her euer Leben sehen. Nur diese alles überbietende Liebe kann eure Ausrichtung sein. Nur daran könnt ihr euch orientieren und an nichts weniger. Die Orientierung von unten,
Die Orientierung am Schlechten ist eine schlechte Orientierung. Die Orientierung am Bösen, eine gefährliche Orientierung. Das Licht an der Finsternis zu messen, das mag vielleicht physikalisch sinnvoll sein, aber für Ethik und Moral und für den Glauben aber ist die Orientierung von unten her immer der abflauende Weg. Da geht es immer irgendwo abwärts. Die Orientierung von unten her, die ist nie zielstrebig. Sie ist ohne den Blick auf die Vollendung. Aber auf eine Vollendung zielt unser Glaube. Auf die Vollendung unseres Lebens in der vollendeten Gottesgemeinschaft. Darauf zielt unser Glaube. Nur von dieser Vollendung her ist es richtig, unser Glaubensleben zu sehen. Nur vom Licht, mit dem Jesus unser Leben hell gemacht hat. Nur von daher ist es richtig, unser Leben zu betrachten. Nur von der Erlösung, mit der Jesus am Kreuz unser Leben aus den Fängen des Bösen befreit hat. Nur von der Erlösung her ist es richtig, unseren Glauben zu beleuchten. Und deshalb, lasst uns doch versuchen, die große Liebe Gottes nachzuahmen. Die große Liebe Gottes, aus der heraus er unsere Erlösung erwirkt hat. Lasst uns versuchen, die große Liebe Gottes nachzuahmen. Diese Liebe ist unser Ziel, unser Anspruch und unsere Erlösung. Alles andere als die Liebe Gottes, alles andere ist ein trügerisches Imitat, eine verführerische und irreführende Nachmachung. Nur die Liebe Gottes trägt unser Leben. Und nur der Liebe Gottes lasst uns nachfolgen und sie weitergeben. Weil nur durch die Liebe Gottes das Ziel erreichbar wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.